Technikneuheiten bei den Future Zone Awards und Urlaubsfeeling pur bei Axel fährt weg. Jetzt im Magazin. Willkommen zum Kurier-TV-Magazin am Freitag. Hier dreht sich alles um die Technikinnovationen, Ideen und Projekte des Jahres. Kathi Hierhacker war für uns bei den Future Zone Awards 2023. Ich glaube, wir sind sehr froh, dass sich die Arbeit das ganze Jahr über bezahlt gemacht hat. Und es ist wirklich eine tolle Auszeichnung und Ehre. So sahen das viele Gewinnerinnen und Gewinner eines Future Zone Awards. Diese wurden im Palais Berg vergeben. Ausgezeichnet wurden die besten Technikinnovationen, Ideen und Projekte des Jahres. Ich glaube, unsere Rolle ist in dem Fall, dass wir die ganz tollen Ideen, diese tollen Unternehmungen, die hier in Österreich entstehen und die es hier gibt, dass wir die einmal auf eine Bühne vor den Vorhang, wie es so schön heißt, bringen und einmal auch einer breiteren Öffentlichkeit zeigen, was es für Großartiges gibt. Einmalig waren sie alle. Eine Auszeichnung hätten alle Nominierten verdient. Aber wie bei jeder Preisverleihung, nur die Besten in den Augen der Jury setzen sich am Ende durch. In der Kategorie Health Tech konnte sich das Team des FH-Technikums Wien mit ihrem Bioreaktor durchsetzen. Also wir stellen künstliche Nerventransplantate her, um eben von den autologen Nerventransplantaten, wo man einen Nerven aus dem Körper entnimmt, um dann die Verletzung wieder zu regenerieren, zu ersetzen. Und das machen wir mit Hilfe von Zellen, die wir aus dem Körper entnehmen und isolieren und dann mit Hilfe von mechanischer Stimulation ausrichten, um quasi nervenähnliche Strukturen zu erreichen. Auch neue Wege geht man bei den Awards der Future Zone. Dieses Jahr neu mit dabei der Award für Digital Skills. Da geht es auch darum zu schauen, welche Projekte gibt es in Österreich, die dazu da sind, digitale Kompetenzen zu fördern. Da haben wir uns heuer mal was Neues überlegt. In der Epicenter Academy lernt man unter anderem, sich im Netz vor fremden Zugriffen zu schützen. Und dafür gab es dann den Digital Skills Award. Wir haben ein freies E-Learning, das für jeden nutzbar ist und bieten Workshops für unterschiedliche Zielgruppen. Wir sind sehr stark an Schulen in unterschiedlichen Bundesländern in Österreich. Wir wollen jetzt verstärkt KMUs, Mitarbeiterinnen-Schulungen bieten, um hier auch das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft zu stärken. Und haben ein Projekt für Frauenberatung und Frauenhäuser gestartet, weil vor allem digitale Übergriffe im Bereich von Partnern, Ex-Partnern, Abhören, Überwachen, ja, hier sehr stark zugenommen haben. Ja. Wie führen wir die Menschheit mobil in die Zukunft? Darüber macht sich Pave Commute Gedanken und hat dafür den Mobilität der Zukunft Award erhalten. We pave the way for a better commute. Das heißt, es geht um Pendlermobilität. Mit unserer App können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nachhaltig in die Arbeit pendeln und kriegen dafür Punkte. Und der Arbeitgeber belohnt die Mitarbeiter dann eben für diese nachhaltige Verhaltensroutine. Nach der Verleihung wurde das Palais Berg zur Partyzone, um die zu feiern, die uns im Tech-Bereich Innovationen und Ideen liefern. Besonders toll finden wir alle, die heute ausgezeichnet worden sind, sind total herzeigbar und wirklich risikobereite, innovative, tolle Leute.